6 days ago, you received a cryptic message from your Aunt Juno, the family black sheep who you haven't seen or heard from in over 10 years. The message provided the access codes to the Rasputin, a near-derelict spacecraft and a relic of her younger days. Also included were the coordinates to Rust City, an out-of-the-way space station with a questionable reputation. She practically begged you to meet her there as quickly as possible. Now, after several days of travel and a few unscheduled maintenance stops, you have at last arrived. This is a place of liars, thieves. You wonder how you let yourself get dragged to such a godforsaken backwater. Incoming hail. Zagoralon Mustorath, Chandosal Gomachu, Shashaduth. Ja, herzlich willkommen zu Rebels Galaxy. Ich hatte gerade Bock. Ja, auch du herzlich willkommen, mein Freund. Langes her, wa? Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meiner Blazy gehabt und so, und jetzt habe ich auch noch Probleme mit meinem Premiere, deswegen habe ich jetzt spontan gedacht, machst du einfach Rebels Galaxy. Ja, deswegen sind wir jetzt hier. Ja, ach du, da bist du ja. Deine Tante hat mich gebeten, ein Auge auf dich zu haben. Wie ich sehe, hast du das alte Schiff gefunden. Bring es ins Dock und wir treffen uns an der Bar. Ich hab da was für dich. Wer bist du? Rora Kalgothanda. Oh, bleib doch mal bei mir. Runkus Shavurla. Ich bin Orzu. Orzu? Ein alter Freund deiner Tante. Damals, als ich noch ein junger Wilder war, jetzt gehöre es gehört mir deine Bar und das Leben ist beschaulich. Ando Chumasta. Bis bald dann mal. Ja, willkommen bei Rebels Galaxy. Zuerst solltest du dich mit der Steuerung deines Schiffs vertraut machen. Tipp. X an, um den Schub in Schritten von 25% zu erhöhen. Tippe Kreis, um ihn wieder zu verringern. Mit L kannst du dein Schiff steuern. Nun solltest du an der Station in deiner Nähe andocken. Mit R kannst du dich umsehen, wenn du nah genug herangekommen bist. Erscheint ein Hinweis, dass du durch Halten von X andocken kannst. Nun solltest du mal in der Bar vorbeischauen und sehen, was Orzu dir zu sagen hat. Das machen wir natürlich nicht. Aber hallo. Der will uns was ausrauben. Wir fliegen erstmal so ein bisschen durchs System. Normalerweise. Ja. Normalerweise spielt hier noch so ein bisschen Instrumentalmucke. Was war denn das jetzt? Ist jetzt schon einfach mal der Ton hochgestellt oder was? Das war ein bisschen zu viel runter. Was ist das, hä? Was für ein Russenscheiß jetzt hier. So, besser? Ist ein bisschen leise jetzt, hä? Was soll denn das jetzt? Wieso stellt sich das denn wieder auf Null? Naja, Sektorkarte. Aha, so sieht das diesmal aus. Das wird, glaube ich, immer entweder das prozentual generiert, ja, der ganze Cluster, oder
Die haben einfach viel gemacht. Aber ich glaube, es wird prozentual generiert. Ja? Denke ich jetzt einfach mal. Wir können sowieso erstmal bloß hier machen. Hier ist alles noch etwas, naja, extrem, sag ich mal. So. Aber gab es denn hier auch eine Karte? Es gab doch auch eine Systemkarte, oder? Gab es das nicht auch? Die Kämpfe von Rebel Galaxy sind typisch für die Marine. Typisch für die Marine und das bedeutet Breitseiten. Typisch für die Marine. Okay. Und das bedeutet Breitseiten. Mit R2 kannst du die Kanonen deiner Breitseite abfeuern. Zum Zielen drehst du die Kamera um das Schiff herum, bis du die Richtung gefunden hast, in die du zielen möchtest. Halte nun L2 gedrückt, um deine Breitseite aufzuladen. Die Schussvorhersage gibt an, wo deine Geschosse ungefähr landen werden. Mit R kannst du nachjustieren. Je länger du L2 gedrückt hältst, desto präziser und synchroner fallen deine Salven aus. Ein Double Check. Threat level orange. Scatter turret. Missiles inbound. Weapon overheating. Sublight was just defeated. Und Abflug. Threat level blue. Finanzdatenbank, die Folgendaten enthalten aktuelle Finanzdaten zu Gütern und auf den Stationen sowie alles klar. Das hat mir früher nicht gebracht. Also bringt es aber jetzt nicht. Da drüben ist ein Schrottfeld. Ich suche immer Schrottfelder ab. Weil bei den Schrottfeldern kriegst du manchmal schon übelst krasse Waffen. Okay, Moment mal. So laut ist das gar nicht. Huh. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wir sind genau dort, wo wir nie hin wollten. Ich weiß, wir sollen zuerst zu Ohr zu, aber ich mache lieber die Ohren auf. Und schaue nach Asteroiden bzw. Schrottfeldern. Bei den Schrottfeldern gibt es immer Frachtcontainer und Frachtcontainer sind geil. Da zum Beispiel haben wir einen Frachtcontainer.
Threat level blue. Das haben wir gekriegt. Nicht wirklich Besonderes. Scatter. Warte mal. Scatter. Könnte man hier irgendwie scannen? Ach hier, alles klar, Impuls. Accelerating to sublight. Sublight boosters depleted. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche Taste das war. Exiting sublight. Ach ja. Frachtcontainer. Nanofaser. Sind wir ja in ein Minenfeld geraten. Oh, das ist ein großer Container, oder? Das ist großer. Orange. Exiting sublight. Oh, wir haben ja Geschütz Mark 2, oder? Ja, Elektrobolzen. Ich bin halt Schrottsammler, aber voll im Irre. Das ist nicht gut. Scheiß Mine. Like our little ruse paid off. Take 'em down, boys. Scatter turret. Sublight boosters depleted. Ich hoffe, die werden wohl los, ey. Emergency cooldown. Sublight boosters depleted. Accelerating to sublight. Ah, hier ist die Karte. Alles klar. Da haben wir. Naja, da haben wir eine kleine Basis hier nebenan. Hier ist er doch. Bounty detected. Warp inhibited by stellar mass. Sublight boosters depleted. Docking. Siehst du, wir docken. So, ein Turm verkaufen. Der Wizard hat einen zweiten Turm gebucht. Alles klar. Ausrüstungsladen, Werft, Markt. Das bringt alles nicht wirklich viel, ne? Von Anfang werden wir mal das leer machen. So, warte, Werft, Ausrüstungsladen, Extras, Waffen. Das habe ich da. Ist das jetzt besser als meins? Ladezeit
1,5 Sekunden. Wir haben die hier, ne? Welche habe ich schon immer gehabt? Die habe ich schon immer gehabt, ja. Ich glaube, die Protonkanonen, weil die kannst du übelst schnell abfeuern. Und die treffen immer. Du könntest dir die Stadt verkaufen, nicht? Und mir die Protonkanonen kaufen. Mark 2. Noch nicht ganz, warte mal, dann verkaufen wir das noch. Nee, kann man auch nicht kaufen. Schade. Da müssen wir noch ein bisschen plündern gehen. Missionsbörse, mal sehen, was wir an Mission haben. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen Musik drunter mischen. Ich denke, das werde ich machen. Scheiße, doch. Weil das ist echt leise, ne? Das bringt jetzt nur nie wirklich viel. Gehen wir lieber plündern. Ein bisschen umherfliegen und plündern ist besser. Das ist meine Vorgehensweise immer. Erstmal mit Plündern gehen. Ausrüstung. Das meiste Zeug findest du immer in Asteroidenfeldern. Schrottfeldern. Das sieht aus wie ein Schrottfeld da vorne. Wir dürfen uns noch nicht darauf einlassen. Und da links ist was. Was sehen, was ist? Ein Container. Okay. Mehr ne? Schade. Man kann ja immer Glück haben, ne? Zoom hier an unser Schiff. Das erinnert mich an eine Star Wars Fregatte. Wie heißt sie denn? Von der Republik. Oder so, so. Da drüben ist wieder ein Schrottfeld. Wir müssen bloß immer aufpassen, dass wir hier keinem größeren in die Pfoten rennen. Mehr als sperren können sie das Video nehmen. Puls. Accelerating to sublight. Scatter turret. Threat level orange. Aha. Geistiges Eigentum. Transporterkoordinaten. Oder ist das ein Schrottfeld oder? Nee.
Ich spiele manchmal als Piraten, ne? Wenn die Leute gutes Zeug dabei haben, klatsche ich die weg. Weil manchmal haben auch die Händler recht krasse Waffen, ne? Oh. Schrottfeld. Sublight boosters depleted. Exiting sublight. Aha. Da vorne haben wir noch etwas. Accelerating to sublight. Sublight boosters depleted. Warp inhibited by stellar mass. Das finde ich voll geil hier. Ich mag das Spiel sehr, sehr gern. Oh. Da drüben. Sieht auch nice aus, ne? Okay, geistiges Eigentum. Weil du kannst auch unendlich weit fliegen, ne? Das ist übel. Snowboard, ziemlich viele Transponder. Exiting sublight. Accelerating to sublight. Transponder-Koordinaten abzusuchen. Jawohl, nur klar. Ein Miner, Alter. Gleich wieder weg hier. Sowas kann natürlich auch kommen. Also. Muss am Anfang ein bisschen aufpassen. Hier haben wir noch ein Schrottfeld. Das ist ein Container. Sublight boosters depleted. Exiting sublight. Oh ne, wirklich viel, ne? Wir müssen jetzt... Moment. Dorthin. Da waren wir aber schon. Hier waren wir schon. Die Punkte haben wir nämlich schon alle erkundet. Von hier kommen wir doch, oder? Hier müssen wir hin. Genau. Von hier kommen wir gerade, genau. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Zur Station und sterben unser Zeug weg. Erinnert mich echt an eine republikanische Fregatte, das Ding. Ist bestimmt so gewollt. Sublight boosters depleted. Docking. So, warte mal. Werftmarkt. Oh. Nein, will ich nicht kaufen. Ich dachte, ich hab's zum Verkaufen. Werft. Ausrüstungsladen.
glaube, das waren die hier, ne? Protonenkanonen. So, jetzt haben wir noch 6000. Da wollen wir uns noch einen Turm, ne? Aber wir hätten uns einen Impulsturm holen können. Oder Raketenwerfer geht auch, ne? Impulsturm Mark 2. Machen wir unten einen Impulsturm dran. MP-Flak. MP-Flak macht Laune eigentlich, ne? Da haben wir aber nicht mehr genug. So eine Flak-Batterie würde ich schon mal nehmen für das Ding hier. Engines at maximum. Jetzt haben wir erstmal zwei Geschütztürme. Sublight boosters depleted. Scatter turret. Ausweichen. Und immer schön Augen aufhalten nach Trümmerfeldern, den wir noch nicht waren. Scatter. Scanning. Sublight boosters depleted. Son of a... Frach, du kannst im Weltraum umhertreibende Fracht und Ressourcen aufsammeln, doch dazu brauchst du einen Traktorstrahl. Sobald du einen gekauft hast und gekauft und installiert hast, musst du nur noch in der Nähe Fracht und Ressourcen fliegen, sobald du dazu aufgefordert wirst, hältst du X gedrückt, um die Beute in deinen Frachtraum zu befördern. Größere Frachtbehälter und Wrackteile kannst du auch ohne einen Traktorstrahl ausbeuten. Alles klar, haben wir schon gemacht. Collision warning. Na, da drüben ist noch einer. Deswegen saugt ihr nicht.
collision warning. Satellite boosters depleted. Missiles inbound. Satellite boosters depleted. Ich dachte, ich kriege jetzt Moneten. War das nicht mal so? Scanner. Scanning. Target locked. Nein. Das kann ich nicht an Bord holen. Hier haben wir noch ein Schrottfeld. Sublight boosters depleted. Damn, they're tearing me up. Friend, you got my thanks. It ain't much, but I hope this will cover some of my debt. Scanner, scanning. Na, nur Forsund und Wirbel, nö, bringt nichts. Accelerating to sublight, broadsides. Sieht aus wie ein Schrottfeld hier vorne. Jawohl. Keramikpanzerung und Yogi-Fleisch. Yogi-Fleisch, keine Ahnung. Ich nenne das immer Yogi-Fleisch, weiß nicht warum. So, warte mal. Da drüben ist noch ein Container. Was haben wir jetzt? Optanium. Weltbewegendes. Scatter turret. Satellite boosters depleted. I'm in some hot water here. I could sure use a hand. Levin overheating. Emergency cooldown. Emergency cooldown. Broadsides. Och nee, wirklich. Weltbewegend. Das ist mir der Ärger nicht wert, ja. Was haben wir jetzt alles im Frachtraum? Drei kann man aufnehmen. Ich habe hier, glaube ich, mal einen Stufe 2 oder Stufe 4 Laser gefunden. So ein Mithril-Laser oder was auch immer. Hier ist ein Schrottfeld. Ja, manchmal hast du Pech, da ist nichts dabei. Aber hier ist der, hast du noch was? Warte mal, hier drüben ist auch noch was. Das könnten zwei Container sein.
Sublight boosters depleted. Aus dem Container. Geil. Warp inhibited by stellar mass. Collision warning. Stellar map. Exiting sublight. Sublight boosters depleted. Ba, 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 ba. Collision warning. Jetzt haben wir noch einen Platz frei im Frachtraum. Sublight boosters depleted. Warp inhibited by stellar mass. Accelerating to sublight. Nebel. Da drüben ist ein Schiff. Ein Piratenschiff. Das haben wir gekriegt. Nebula interference detected. Starboard shields down. Sublight boosters depleted. Accelerating to sublight. Das ist ohnehin viel mehr, was sich jetzt lohnen würde. Dafür müssen wir nicht die Schüssel riskieren. Schauen wir mal, was das hier ist. Nix. Warp inhibited by stellar mass. Scatter. Stellar map. Könnte man durchaus schon gewesen sein. Accelerating to sublight. Dran, ne? I sure could use your help. Scatter turret. Sublight boosters depleted. Friend, you got my thanks. It ain't much, but I hope this will cover some of my debt. Accelerating to sublight. Das ist natürlich ein übelst krasses Schiff, da Miliz. Das ist ein übelstes Vieh, ey.
So, dann gehen wir mal hier an Bord. Andock. Markt. Klar, ich verkaufe das alles unter Wert, aber es ist halt nicht wirklich viel wert. Ausrüstung. Du könntest natürlich Raketen holen oder Flachs. EMP-Flak. Wir sind Freischaffender, ne? Engines at maximum. Satellite boosters depleted. Ja, Flakbatterie. Feld dort vorne. In einem Wasser kannst du auch übrigens ziemlich viel Kohle machen. Aber da musst du erst wieder einen Abbaulaser haben. Und für den Frachtraum. Ja, manchmal hast du halt kein Glück. Am Anfang ist es immer so, du kannst die Story machen, die ist aber meistens genauso langwierig am Anfang. Da geht's halt auch erst später richtig los mit Kämpfen und so. Und du guckst halt hier eine Weile rum und suchst dir ein bisschen Kohle zusammen. Port shields down. Port hull breached. Das hätte jetzt uns ziemlich einen Arsch kosten können, ne? Scanner, scanning. Collision warning. Ja, also wir sind. Das sieht schon geil aus, oder? Also. Das sieht verdammt geil aus, die Einschläge. Auch wenn es bloß so eine Textur ist.
Aber die Textur ist echt gut gelungen, ne? Das sieht aus, als würde dort ein Riesenstück fehlen. Das sieht einfach geil aus. Das sieht richtig geil aus. Und jetzt hört er dann, glaube ich, auch an, irgendwann aufzuklimmen, ne? Und dann ist es bloß noch ein Loch. Muss man echt aufpassen jetzt. Ja. Warning. Safe fly. Nee, fly is safe, no? Drüben ist noch ein Schrottfeld, ne? Könnte auch vorher... Na, wir machen zum Schrottfeld erstmal. Ach, das war eine Piratenfestung, wa? Ja, das war eine Piratenfestung. Da müssen wir aufpassen. Die kannst du nie ansteuern. Zumindest nicht. Jetzt. Okay. Sublight boosters depleted. Exiting sublight. Accelerating to sublight. Collision warning. Scatter. Stellar map. Mehrhaft davon, aber ja. Accelerating to sublight. Sublight boosters depleted. Exiting sublight. No. Falsche Stellar map. Color. Wir müssen. Eigentlich können wir zurückfliegen. Ich glaube, wir können auch gar nicht mehr so viel Luft nehmen. Ne? Warp inhibited by stellar mass.
Die Reparatur wird teuer. Zwei Breitseiter sind vernichtet, ne? Sublight boosters depleted. Docking. Werft 1000 Credits. Repairs complete. Das hier ist der nächste. Ich jetzt nicht unbedingt haben. Könnte man auch machen, klar. Aber wir können auch gleich auf die sparen hier. Dies Ding ist the must have, ja. Ist dann schon mal was Größeres. Wir wollten eigentlich was verkaufen, ne? At maximum. Stalking. Markt. Naja. Engines at maximum. Full stop.